Willkommen, liebe Clasher, bei mir dem Thorsten, aka Toto beim Clan Two Warriors. Ja, gruseliger CK hier. Boah, mich schüttelt's jetzt noch hier. Wir gucken einfach mal rein und sehen, dass hier echt mal viel offen ist hier. Die unteren drei, das sind alles Lohrathäuser 6, 7 und 8. Und hier oben, so wirklich viel hat sich hier noch nicht getan. Wir können hier trotzdem mal reingucken. Das ist mal ausnahmsweise ein Angriff von mir. Ja, nicht so gut, aber es ist ein Stern mehr gewesen an der Stelle und ich hatte mir den Angriff auch ein bisschen anders vorgestellt. Ihr werdet das dann gleich sehen. Warum eigentlich? Also hier oben der Funnel, den habe ich mir von meinem Vorgänger angeschaut, von wo er angefangen hat hier mit dem Queen Walk. Das hat eigentlich auch noch ganz gut funktioniert. Nur ich habe wieder so eine Kleinigkeit mal wieder vergessen. Aber wie gesagt, das sehen wir gleich. Und hier hat ein RH9 ein Stern draufgeholt, weil wir unten nur die drei Low Bases hatten und mussten jetzt hier in diesem Bereich hier, also beim 12er, schon an einem RH10 ran und dann wird es natürlich für unsere 9er richtig schwer, überhaupt was zu holen. Und da wir ja nicht so unbedingt so Lockangriffe machen oder so, probieren wir einfach immer einen Stern hier irgendwo rauszuholen und das ist dem Jody hier auch eigentlich an der Stelle schon mal gelungen. Ich habe dann hier versucht, ein bisschen zu funneln. Hier, die Mauerbrecher. Ja, echt toll gesetzt, Thorsten. Sind nämlich alle verstorben und jetzt musste ich mich irgendwie mit irgendetwas behelfen. Also habe ich schon mal einen Sprung genommen für meine Clanburg-Truppen. Also Riese und Bowler hier raus und eine ganze Masse Bowler von mir jetzt dahinter. Der Queenwalk geht hier unten eigentlich noch ganz gut. Ich spule mal runter, aber ich vergesse nämlich gleich, glaube ich, meine Queen. Ja, die habe ich ganz aus dem Auge verloren, weil ich hier oben die Truppen schon im Fokus hatte. Ich wusste, dass hier ein Babydrache und ich glaube eine Hexe war es, aus der Clanburg kommen und habe jetzt unten nicht gesehen, dass der Babydrache auf meine Queen geht. Die stirbt mir nämlich jetzt an der Stelle. Und jetzt habe ich noch zwei Wutzauber über für die Masse an Walküren. Hier komme also immerhin noch fix in die Mitte rein, Rathaus noch mitgenommen und zwar entkernt, aber der Babydrache ist natürlich jetzt hinter meinen Walküren her und jetzt kommt auch noch die Queen, also keine Chance, aber zweiter Stern, ja, so ist das hier, echt gruseliger CK und dann hast du hier auch noch Abgänge, das kommt noch dazu, ja, der Resident Evil hier hat uns hier verlassen und ich glaube, es ist noch einer bei uns. Der Killer 9392 hat uns auch verlassen, also es ist ein Account gewesen, weil der mal wieder ohne King angegriffen hat. Ich weiß nicht, warum sich die Leute dann nicht doch auf Rot stellen, weil dieser eine Stern hier, die 50% auf den Zweier, das bringt uns hier an der Stelle nichts. Und er ist dann gegangen, hat dann seinen anderen Charakter auch gleich mitgenommen. Aber jetzt gucken wir mal ins gegnerische Team. Ja, da gibt es richtig Verluste, also hier unten die vier sind raus. Dann haben wir hier ein Elfer, der hier rausgegangen ist. Und die sind auch nicht alle in irgendeinem Partnerclan, glaube ich, oder so. Die sind alle weg. Da müssen wir jetzt wirklich mal abwarten, wie wir hier überhaupt weitermachen. Ich habe noch keine Ahnung und wir haben auch noch gar keinen Plan, was wir jetzt machen. Ich denke mal, wir lassen den Gegner jetzt erstmal verschießen und agieren dann taktisch, wo wir hier die Sterne machen können, denn der Gegner macht unsere Bases vor allen Dingen im oberen Bereich relativ stabil mit zwei Sternen und hat jetzt natürlich extrem wenige Angriffe. Also bei uns ist auch noch ein Neuner auf und ja, wie gesagt, es ist ganz, ganz gruselig hier im Moment, was hier abgeht. Aber bevor ich es vergesse, ich grüße natürlich den Two Warriors 2 Clan, nicht unbedingt den Hawk, aber der zweite Clan hat wieder richtig knappes Ergebnis hingelegt, hat nämlich an der Stelle gewonnen und deswegen werde ich von dort auch wieder eine Folge bringen, also die wird morgen oder übermorgen kommen, denn wir bereiten uns hier ganz, ganz hart auf unseren Urlaub vor. Tatsächlich fahren wir ein paar Tage weg, meistens ist es so, dann buchen wir irgendwo kurzfristig was und dann sind wir plötzlich für ein paar Tage woanders
und genießen so ein bisschen mal ganz abseits vor allen Dingen der digitalen Medien so ein bisschen unser Leben. Und war an der Stelle einfach nur so mal gesagt, wir sehen hier den Mo, der sich die Nummer 6 vorgenommen hat. Und ich denke mal, das waren auch oder sind auch stabile 2 Sterne hier an der Stelle. Mal schauen, ob er da noch durchkommt. Ich habe auch noch nicht alle Angriffe komplett gesehen. Manchmal kommst du ja ins Spiel ran und dann läuft ein Angriff schon. Also ist hier an der Stelle nichts abgesprochen oder so, wo ich mal fix was mit aufnehmen kann. Ah ja, okay, das in der Mitte schafft er jetzt nicht mehr. Jetzt sind natürlich da die Mauern und die Defense steht jetzt ziemlich tief, sodass das hier immerhin 2 stabile Sterne wurden. Die Bowler machen sicherlich jetzt noch ein Prozent da am Lager. Ja, das dann aber auch gewesen, denke ich mal. Ja, 71%. 71% immerhin, super gemacht vom Mo. Wir gehen mal ein bisschen höher, ob wir da auch schon Sterne gemacht haben. Jawohl, haben wir hier schon vom Gara auf die Nummer 4 hier mit Drachen. Oh, ein schöner Drachenangriff. Okay, den habe ich schon live gesehen. Der ist wirklich mal nicht schlecht, also sieht man ja eher selten in so einer Kombi hier einen RH-11er angreifen. Aber ich glaube, die Lars standen hier verlockend so weit am Eck, sodass er sich gedacht hat, komm, den einen holen wir, die eine Luftabwehr hole ich mir mit der Queen und die andere Luftabwehr hole ich mir mit meinem Killsquad und lasse dann die Drachen hier raus. Also wirklich, wirklich gut überlegt hier. Und nicht vergessen will ich den Bomber 1965 2004, der mich nämlich abonniert hat. Und ich grüße ihn einfach mal hier an der Stelle im Video. Also ich habe die Kommentare mal wieder gesehen und vielen, vielen Dank für die vielen netten Kommentare unter meinen Videos. Und sofern ich dazu komme, manchmal seht ihr das, mache ich das auch einfach mal mobil am Handy und beantworte einfach mal einen Kommentar oder schreibe etwas zu einem Kommentar. Das mache ich eigentlich ganz gerne, solange sich das im Rahmen hält. Und so seht ihr zumindest, dass ich das schon alles lese, was ihr mir unter meine Videos schreibt. Ob das jetzt nette Kommentare sind oder ich bin ja auch sehr kritikfähig. Also wenn mir jetzt jemand schreibt, Mensch, dein Angriff, der war mal wieder für Butter. Ja, da hast du recht. Da bin ich dann völlig d'accord mit. Der war nicht wirklich gut, aber mal sehen, ob er nicht am Ende genau da den Stern rausgeholt haben, wo wir ihn gebraucht haben. Ich denke, wir werden die Zehner hier nicht unbedingt dreiern müssen, um diesen CK hier noch zu gewinnen. Jetzt könnte aber voll die Drachen da rausgehauen, der Gara hier. Also richtig krass. Ja, jetzt kommt natürlich dazu, das mache ich auch. Ich mache sehr, sehr ungern gegen die Feger hier ankämpfen, aber jetzt mit Wut und mit den Loons kommt er hier jetzt doch relativ gut und tief noch in die Base rein. Und schafft hier jetzt schon mal den zweiten Stern, 58%. Adler ist jetzt down. Also hier an der Stelle habe ich gedacht, Mensch, da kommst du doch ganz schön weit mit hier, mit den Drachen. Und seine Drachen sind auch noch nicht Max. Also das sind noch 10er Drachen oder Rathaus 10er Drachen. Die hat er noch nicht auf Max Level. Und ja, ich glaube, die Taktik war gut. Hat er sich gut überlegt und ist damit ja auch relativ weit gekommen. Wir gucken mal, wie viel Prozente das am Ende noch werden. Ich glaube, den Inferno packt er dann natürlich an der Stelle nicht. Aber jetzt erst im Morgen gezündet. Also so spät zünden den auch weniger. Ja, schönes Ding hier, 79%. Also guter Angriff hier. Gara eigentlich auch einer unserer stabilsten Angreifer hier im Clan. Und ja, wir gucken uns den Einsterner hier ruhig mal vom Killer an. Auch wenn er jetzt schon weg ist. Vielleicht kann er sich seinen Mist hier nochmal angucken hier. Ja, aber Clanburg hier gelockt. Ich meine, das war so auch im letzten Clankrieg schon seine bevorzugte Taktik, dass er hier irgendwo die Clanburg lockt und dann mit seiner Queen erledigt. Das schafft er auch immer gerade so. Also da habe ich schon immer gedacht, oh, 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 mit der ist zwar eine 45er Queen, aber er nimmt nichts anderes dazu und giftet jetzt die beiden Hexen hier. Das hat er natürlich sehr, sehr gut gemacht, keine Frage. Die müssen weg, nicht, dass die nochmal ihre Skelette bringen. Die eine hat es noch gerade so geschafft, einmal ein paar Skelette zu bringen. Aber jetzt hier mit Luft über Ecke. Naja, lieber über eine gerade Front, denn die Loons fliegen natürlich schön immer eine Def nach der nächsten ab. Und wenn die hier in den Ecken sind,
dann fliegen die nicht unbedingt in die Mitte. Das machen die hier jetzt auch nicht. Also sie kriegen jetzt zwar noch den Adler und ich glaube vielleicht noch den einen oder anderen Inferno, aber es reicht halt dann am Ende nicht. Der Hund wird immer weggepustet. Jetzt ist er sowieso Geschichte da. Und die kleinen Welpen bei 4 X-Bogen, die auf Luft stehen, also Bodenluft stehen, keine Chance. Ja, dann, ich weiß auch gar nicht, warum man dann hier Mauerbrecher mitnimmt, 3 Stück. Okay, die 5 oder 6, 7 Lakaien, die kann ich ja noch verstehen. Aber die Mauerbrecher habe ich an der Stelle gar nicht verstanden, was er damit wollte. Vielleicht wollte er ja mit seiner Queen noch ein bisschen tiefer hier in die Base kommen, aber dann hätte er sie wenigstens setzen sollen. Also so kann man auch Angriffe hier in den Sand setzen. Und so hatten wir natürlich an der Stelle jetzt 3 Angriffe weniger, da der sein zweiter Account hier nur kurz angegriffen hat, also hat nur seine Queen verschwendet und wir haben dann aber auch schon aus dem Clan entfernt gehabt während seines Angriffs, also er konnte sich hier jetzt auch nicht mehr äußern, aber trotzdem war das hier ziemlicher Bockmist in 2 CKs. Wir haben ihm das im letzten CK schon gesagt, dass er den King mitnehmen soll oder halt gar nicht mitgeht. Ja, vielleicht auch ein Fehler von uns, dass wir dann die Kriege starten mit jemandem, der nicht alle Helden dabei hat. Ja, doof hier, 1 Stern, naja. Ja, wir wollen mal gucken, wie das hier weitergeht. Auf unserer Seite hier geht es eigentlich im Moment noch, ist das noch im Rahmen dessen. Also der Gegner hat hier noch viel vor, kann natürlich auch noch viel holen. Aber wir haben ja auch noch ein paar Angriffe hier über vom King Arthur. Den Clanero ist auch ein sehr, sehr guter Angreifer. Hier Hocker hat noch ein bisschen was offen. Und Gara, meine Wenigkeit. Also, hier geht noch was. Ich würde sagen, ich plane jetzt mal mein Event für morgen, damit ihr das dann auch in der Glocke seht. Und würde sagen, sehen wir uns morgen beim Livestream und natürlich auch bei der 12 Uhr Folge. Bis dahin, euer Toto. Clash.